Wir haben sie krank gemacht und sie hat es lange ausgehalten, aushalten müssen. Wir haben ihr keine Chance gegeben, obwohl wir ein Teil von ihr sind. Lange zeigte sie uns gegenüber Toleranz, eine verzerrte Form der Toleranz, die uns nicht akzeptierte, sondern sich uns unterwarf. Wenn man so will, das Gegenteil von dem, was uns oft widerfährt. Sie wird gequält und lässt es geschehen. Gequälte brauchen uns und wir lehnen es ab. Stattdessen quälen wir weiter, wir quälen sie. Diejenige, der wir uns selbst zu verdanken haben, obwohl es vermutlich nicht angemessen ist, für Verbrecher zu danken. Immer streben wir nach Unendlichkeit, aber wo wir der Unendlichkeit näher kommen, geht ihre verloren. Dabei ist nur sie unendlich, und das müssen wir einsehen. Unser Fortschritt ist in Wirklichkeit nicht mehr als ihr Ruin, ihr unendlicher Ruin. Lange haben wir Narrenfreiheit genossen, lange ließ sie uns unbegrenzt aus ihren Quellen schöpfen, ihre Schätze rauben und schaute dabei zu, wie ihre Zelle langsam immer enger wurde, das Fenster immer kleiner, der Steinboden immer schmerzhafter. Doch im Laufe der Zeit ging ihr die Luft aus. Im letzten Moment musste sie schweren Herzens handeln. Sie war gezwungen, zum ersten Mal ihre astreine, unschuldige Seele zu beschmutzen. Sie hat gelernt, unsere Beziehung ist kein Geben und Nehmen, es ist ein Nehmen und Treten, ein Nehmen und Strafen. Sie erkennt, dass ihre letzte Überlebenschance Mord ist, Mord aus Notwehr. Doch auch nach all unseren Verbrechen bleibt die gerechte Strafe aus. Erstaunlich, da sie doch so unglaublich mächtig ist. Stattdessen gibt sie uns eine Chance, vielleicht eine letzte. Was sie uns schenkt, ist heute kein Gold, kein Wasser, kein Brot. Sie schenkt uns Stillstand. Sie schenkt uns Besinnung. Denn Stillstand ist der Ausgangspunkt jeder Bewegung. Jede Bewegung in die falsche oder die richtige Richtung. Aus Stillstand kann Neues, Besseres entstehen. Er bringt uns dahin zurück, wo wir herkommen und hingehören. Zu ihr. Es ist vielleicht ihr letztes Angebot, aber es ist ein gutes. Eines, das wir eigentlich nicht verdienen. Das Ergebnis ihres großen Herzens. Und uns bleibt nun die Entscheidung, sie aus ihrer Zelle zu befreien, ihr einen Palast mit Meerblick zu errichten, der ihrem unendlichen Wert annähernd gerecht wird, oder weiter zu ignorieren, wie wir die Tür ihrer Zelle von innen zuschließen und uns selbst mit ihr gefangen halten. Das waren jetzt einfach mal ein paar meiner Gedanken zum Thema Covid-19 und ich weiß, ich bin jetzt kein großer Influencer oder irgendwas, aber ich möchte trotzdem nochmal gesagt haben, bleibt zu Hause, geht nicht raus, weil nur so, wenn alle zusammenarbeiten, ist es möglich, diesen Virus möglichst schadenfrei zu überstehen. Und denkt nicht nur an euch, denkt auch an die älteren Menschen, trefft euch nicht mehr mit euren Großeltern. Bleibt zu Hause, schaut auf eure mobilen Endgeräte, verbrennt eure Augen am blauen, bösen Strahlungslicht und kauft alle Klopapier. Klopapier ist wichtig. Ohne Klopapier werdet ihr das hier alles nicht überstehen. Kauft alle Klopapier. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt gerne einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke und schreibt eure Meinung zum Thema Covid-19 in die Kommentare. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder.